Let's Play Darksiders heißt das neue Let's Play von mir, dem Jay, und damit wünsche ich euch herzlich willkommen zu dem neuen Let's Play, Darksiders. Und Darksiders ist für mich ein Spiel, von dem ich total nichts mitbekommen habe. Also, und ich weiß nicht, was damals lief, ich glaube, das ist 2010 oder 2011 rausgekommen. Das ist total an mir vorbeigelaufen. Ich habe es nicht irgendwie in Tests gesehen oder sonstigen, was weiß ich was. Und ja, ich habe das halt von den anderen Kollegen hier, von Pete und von Christian und so weiter, die haben mir gesagt, das sei halt wie God of War, so ähnlich. Und ich liebe God of War. Das habe ich auch. Ich habe alle Teile auf der PlayStation 3 durchgezockt und naja, dann kann ich mir das halt nicht entgehen lassen. Und da ich das noch nie gezockt habe, ist das ja eigentlich ein perfekter Titel für, ja, ein Let's Play. Und ja, für mich ist das halt so eine Blind-Version. Und ich habe zwar schon einmal kurz einen Test gemacht, aber das waren wirklich nur 5 Minuten, weil ich noch einen Test machen wollte wegen den Sounds. Und ich habe jetzt auch ein anderes Aufnahmeprogramm. Ich benutze jetzt Fraps zwar noch weiterhin für die Videoaufnahme, aber ich nehme jetzt das auch wie Peter Audacity für den eigenen Sound, damit das alles sich schöner anhört. So, genug gelabert, ich will jetzt schnetzeln. Das heißt, go go. Neues Spiel. Und ja, normal machen wir. Und ja, laden wir mal eine Runde, ne? So, was müssen wir denn? Drücken Sie B zum Abtauchen, Y zum Auftauchen und RB zum schnellen Tauchen. Ja, super. Am Beginn der Zeit befinden sich die Armeen von Himmel und Hölle in einem endlosen Krieg. Von diesem Konflikt wurde der feurige Rat angezogen, eine Entität, die durch uralte Gesetze gebunden war, Ordnung und Gleichgewicht zu erhalten. Jede Macht, die nicht in Schach gehalten wurde, war eine Bedrohung für die Materie des Universums. Mit der Zeit begannen Himmel und Hölle, den Rat und seine Gesetze in Ehren zu halten, denn niemand konnte sich den schrecklichen Vollstreckern des Rates widersetzen. Sie waren als furchterregende Bruderschaft mit dem Namen die Vier Reiter bekannt. Aus den Tumulten erwuchsen die ersten Menschen. Der Rat sagte vorher, dass sie schwache, aber gerissene Kreaturen seien, die einmal für das Gleichgewicht wichtig wären. Ein drittes Königreich wurde benannt. Das Reich der Menschheit. Auf Befehl des Rates wurde ein Pakt zwischen Himmel und Hölle geschmiedet. Dieser große Pakt wurde durch 7 Siegel verschlossen, die zur rechten Zeit gebrochen werden sollten, nämlich wenn das Reich der Menschheit bereit für den Endkrieg sei. Eine Schlacht, die das Gleichgewicht wiederherstellen und das Schicksal der 3 Reiche bestimmen würde. THQ Vigil Games Darksiders zeigen eine interessante Stadt, die nicht annähernd God of War ähnlich sein soll. Oder ist, besser gesagt. Was geht denn da ab? Meteor? Ich habe mir das Video jetzt auch noch nie angeguckt. Trotz des Tests. Meteoreinschläge auf der Erde, alles klar. Meteoreinschläge auch direkt im Video. Das sind aber keine Meteoren. Peng. Ja, das gefällt mir doch schon mal ganz gut. Das sieht sehr schön aus. Ja, wer bewegt sich denn da? Geil, Optimus Prime. Als Engel. Haha, nice. Jawohl. Was ist denn das für ein Vieh?
Na, versteckt euch im Bus. Das ist bestimmt sicher. Da kommen die Viecher nie rein. Ah. Oh, sie brauchen noch nicht reinkommen. Der Große holt sie schon. Was ist denn da passiert? Ach, cool. Ja, das sind wir. Der Hauptprotagonist von Darksiders heißt Krieg. Finde ich sehr schön. Passt geil, voll geil der Name. Bam. Dann gehen wir auch direkt in den Kampf rein. Wird auf LT konzentriert er sich auf einen Gegner. Ah, alles klar. Bam. Ist das B? Ey. Wenn B zu sehen ist, macht er einen spektakulären Angriff. Alles klar. Leute, ich will den haben. Mann. Lass mich doch immer spektakulär angreifen. Wir sind ja schon vorher tot. Was ist das für Würstchen? Oh, geil. Jetzt gibt es hier ein Kämpfchen. Na komm. Was? L, B und R, B. Achso, ja, was ich sagen wollte, ich spiele wieder mit einem PlayStation 3 Controller, weil der mir einfach besser liegt als der Xbox Controller. Ich habe zwar einen Xbox Controller, aber den finde ich halt scheiße. Und so mittlerweile habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt, dass mit dem PlayStation umzudenken. Mit der PlayStation, mit dem PlayStation Controller und der Xbox. Das geht so langsam. Ja, man kann den PlayStation Controller am PC anschließen, indem man Motion Enjoy heißt das Programm benutzt. Das könnt ihr euch ja da mal reinziehen, wenn ihr das noch nicht kennt. Man kann ja hier geilerweise alles zerstören. Das gefällt mir auch schon mal super. Was mir nicht gefällt, muss ich schon auf Anhieb sagen, ist, dass es... Ich habe vorher die Grafik natürlich eingestellt und ja, die Grafikeinstellung habe ich leider vergeblich gesucht, weil es keine gibt. Das ist eine super tolle Portierung wieder mal von den Konsolen. Also ich konnte den V-Sync konnte ich einstellen und meine Auflösung. Das war's. Aber was bist du denn hier? Hallo? Hey. Na guck mal, da ist ja Optimus Prime. Ja, komm her. Batsch. Ihr habt keine Chance gegen den Teufel. Ha! Oh geil, ich mache auch auf Viereck, Dreieck mache ich auch eine harte Attacke. Das ist schon mal schön. Quatsch! Quatsch! Ui, ich bin weg. Ey. Na gut, komm, dann machen wir den jetzt platt. Go, go, go! Schon mal voll geiles Szenario. Was ist denn jetzt hier los? Was geschieht hier? Was ist denn da kaputt? Ey, ich wollte hier schön Teufelchen sein. Ist ja frech. Ja geil, die haben voll Leben da oben abgezogen, wofür auch immer die Totenköpfe stehen. Was ist das denn hier? Oh, ja, super. Also es handelt sich scheinbar um die deutsche Version, wo man Männchen nicht begrüßen kann mit seinem Schwert. Das finde ich sehr schade. Aber so ist das wahrscheinlich. Kann man auch nichts gegen machen. Guck mal, da oben, da hat der HSV halt mitgespielt. Von dem Logo her. Was geht denn da? Haha. Ja, der Meteor fällt genau in das Haus, damit genau die Straße für mich abgesperrt ist. Das finde ich jetzt ganz schön mies. Oh, was bist du denn hier? Hallo? Ey, du Schnitte, du fliegst. Ey, aua! Lololololol. Autsch. Jawohl, Mann, ich will jetzt noch mal finishen. Ach cool, das war, glaube ich, ein Finisher. Boah, da sind die Engelchen. Hallo. Haha. Bam. Oh, das war das Köpfchen. So. Gegner, ich brauche Gegner. Ja komm, lass mich dich finishen. Okay, dann nicht. Dann halt dich. Komm her. Hey, ich will den finishen, Mann. Hier aber sowas sehen. Oh Mann. Ey, die sind ja viel zu früh kaputt. Was ist denn das jetzt?
Das sieht ja aus, als ob die Erde Dünnpfiff hat. Das ist halt, Dämonengewächse können überquert werden. Drücken Sie A, also für mich X, um dagegen zu springen und mit dem Klettern zu beginnen. Okay. Dann drücken wir mal X. Ah, lecker, der klettert die Kacke also hoch. Hm. Ach, jetzt sind wir bei wem zu Hause hier? Kann Krieg Feuer was anhaben? Nein. Ja, dann halt nicht, ne? Oh, schön Flat Screen. Da ist aber nicht so viel Programm drin. Machen wir mal wieder kaputt. Geht ja gar nicht. Wenn man eh nichts mehr empfängt. Ey! Jawohl, ich will den. Da klaut er mir meinen Engel! Ey! Ich möchte die platt machen. Was haben wir denn hier? Ah, cool, man kann hier scheinbar echt alles zerlegen. Okay, das nicht. Ah, das wohl. Oh ja, das doch wirklich. Okay. Kann ich dich zerlegen? Nein. Also Häuser kann ich nicht abreißen, aber immerhin so kleine Teile. Aha, dann klettern wir mal. Ach cool, wenn ich RB drücke, dann beeilt er sich. Das ist schon mal schön. Ach, und da reißt zufälligerweise das Seil von mir. Ey, guck mal, RB ist doch eine schöne Taste. Ich sollte mal einfach jeden Knopf drücken. Oh. Wow, 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 shit. Alter, das war knapp. Hui. Was hat denn der für eine... Was ist das jetzt hier? Ach cool, das ist auch wie ein God of War. Patsch. Patsch. Ey. Mongos. Zack, nach oben. Köpfchen weg. Ja, schade, dass er nicht so viele Finisher scheinbar hat, aber ich hoffe mal, dass sie wenigstens pro Gegnerart immer einen schönen anderen Finisher haben. Was haben wir denn hier? Ah, Besuch. Und dämonische Wände, wie bei God of War. Das ist doch super. Aber wenn es ein guter God of War Klon ist, dann gefällt es mir trotzdem noch sehr gut. Und bislang sieht es auf jeden Fall sehr blutig aus. Was ist das denn geil? Ich habe einen Stuhl. Ey. Wie beim Wrestling. Fett. Aber Schwert ist eigentlich besser, oder? Jawohl. Ey. Geil. Den kann ich hier auch werfen. Das muss ich mal herausfinden. Hier sind jetzt nur keine Stühlchen mehr. Damit ich mal hier werfen könnte. Hier ist ja nichts mehr. Shitte. Hab ja alles kaputt gemacht. Bam! In zwei geteilt. Kann ich hier durch? Ah, wahrscheinlich kann ich hier jetzt wirklich durch, weil ich alles kaputt gemacht habe. Was ist das denn hier? Der Zahn des Teufels. So, was ist denn das jetzt hier? Ah! Okay. RT. Da kann man mitwerfen. Sehr schön. Kann man denn hier? Durch Türen kann hier nicht gehen, ne? Ne. Da paart der Teufel sich mit dem Helikopter und... Es geht schlecht für den Helikopter aus. So. Was haben wir denn hier? Endlose Schlangengänge. Hui, aber coole Szenen. Hui. Einhändig schön am Runtergleiten und wieder sind wir auf der Straße. Ich brauch Geschner. So, Engelchen, kommt. Was ist das denn hier? Ja. Guck mal. Hui. Patsch. Ey, den wollte ich gar nicht finishen. Na gut. Ey, das habe ich doch blöderweise nicht auf den genommen. Los, ich will jetzt hier mal so eine geile Sau finishen von den Engeln. Wie sieht das aus? Ja, 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 nein. Oh Mann, die lösen sich immer so schnell auf in blaues Gekrüssel da. Alter, warum ist das denn nur so kurz?
Ja, der hat's bestimmt überlebt. Naja, natürlich nicht. Nee. Toll. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier hin? Lass mal hier weg. Platz schaffen. Weg. Was geht denn jetzt ab? Ein Meteor. Oh, das Haus hat eine Schönheitskur erhalten. Oder eine Schlankheitskur. Ah, Engelchen. Los, komm. Zwischensequenz. Ey! Die Teufel wohnen also in der Lava. Oh, wer bist denn du? Der Chefengel. Oh, der guckt aber böse. Boah, ey, das sieht aus, als ob die Teufel gewinnen. Die Engel sind ganz schön schlecht. Au, au, au. Da tut bestimmt weh. Jawohl, da bin ich. Unmöglich. Abaddon. Ach. Was ist das? Wo sind meine Brüder? Das kann nicht sein. Das letzte Siegel. Mein Gott. Wer bist denn du? Engelbitch. Engelbitch und Abaddon. Wie konnte das passieren? Oh, wieder ein Schwächeanfall. Oh mein Gott, das siebte Siegel wurde nicht gebrochen. Oh. So fange ich immer die Fliegen. Was war das denn für ein Vieh? Eieieiei. Okay, aber dann die Mücke ist scheinbar nicht mehr vorhanden. Oh, Darkseid, das kann auch schöne große Bosskämpfe. Das gefällt mir doch auch sehr gut. Was ist das denn hier? LT? Was? LT? Achso, okay. Ja, klar. Logisch. Was ist das denn jetzt? Ah! Woo! Okay, ah, dann... Oh. Ich möchte ihm aber ins Gesicht werfen. Was hat er jetzt? LOL! Aua. Gib mir das Auto. Au! Am Arsch. Uiuiui. Flup! Na, kann ich dir jetzt aufs Gesichtchen geben? Ha, kann ich. Wow. Er ist sauer. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Was geht denn jetzt ab? Alter. Alter. Aufs Maul. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Wow. Oh mein Gott. Wow. Der schlägt ganz schön fies. Ah, was ist das denn jetzt? Ah, ich krieg wieder Autos. Diesmal weiche ich aber auch aus. Hui! Ha, aufs Ärmchen. Ja komm, wir wollen doch wieder kuscheln, oder? Okay, wollen wir nicht? Woo! Haben wir noch hier ein Auto? Oh, toll, natürlich nicht. Oh oh. Autsch. Oh, oh. Ah, ich könnte das eigentlich besser so machen, anstatt den immer nachts anzuvisieren. Müssen sie erstmal dran gewöhnen. Hui. Lutsch. Ach, guck mal, dann trifft er auch das Gesicht. Das ist ja noch lustiger. Ey. Jetzt ist er sauer. Wow, 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 wow. Autsch. Alter. Der reißt mir die ganze Straße hier auf. Hallo? Geht's noch? Wie viel kriegt er denn ab?
Okay, der ist natürlich ein bisschen größer. Wow. Whoops. Also ich muss sagen, ich finde das schon cool, diese besondere Fokussierung der einzelnen Gegnertypen. Das gefällt mir echt gut. Und ins Gesicht. Patsch. Das tut bestimmt weh, so wenn man so ein Taxi in die Fresse kriegt. Na guck mal, ich darf sogar nochmal werfen. Oh, okay. Aua. Ist natürlich schmerzhaft. Hui. Ne, du kriegst mich nicht. Plup. Trollalalalalalol. Putsch. Au. Ich darf den finishen. Nice. Ja, genau. So will ich das sehen und nicht anders. Ey. Boah, jetzt hat der wieder einen Schwächeanfall. Was jetzt? Alter! Der lacht mich aus. Der hat mich weggeklatscht. Das Gesetz wurde gebrochen. Was für ein Gesetz? Genau wie du, Reiter. Ach, es kann auch sprechen. Ey, der macht mich jetzt weg. Wie die Mücke. Der hat mich weggemacht, wie die Mücke. Oh. Das Gesetz ist klar. Wenn das siebte Siegel gebrochen wird, reiten die vier Reiter los, um die Üble zu bestrafen. Seien sie nun Söhne der Menschen, Herren des Himmels oder Abschaum der Hölle. Über alle Bewohner der Erde wird gerichtet und der Pakt wird erneut geschmiedet. Du hast deine Aufgabe vergessen, Reiter. Dass wir Captain Caps gekommen. Mit euren Behauptungen. Die Siegel wurden gebrochen. Ich wurde gerufen. Wo sind dann die anderen Reiter? Wurden sie nicht ebenfalls gerufen? Die sieben Siegel sind verborgen, wie sie es schon immer waren, seit der Pakt vor Äonen geschmiedet wurde. Sie sind alle intakt. Es gab keinen Ruf. Du hast den Dunklen geholfen. Hast ein heiliges Abkommen gebrochen, das die Menschheit ins Verderben stürzt. Du hast das Gleichgewicht gefährdet. Streitest du das ab? Als ich ritt, waren Himmel und Hölle bereits im Kriegszustand. Abaddon war dort. Er wusste etwas. Abaddon ist gefallen, als er das Chaos bekämpfte, das du entfesselt hast. Ich kämpfte, war aber machtlos gegen die Dämonen. Und doch beschuldigt ihr mich. Deine Niederlage beweist gar nichts. Wahrscheinlich hat der Zerstörer sich deiner entledigt, nachdem er mit dir fertig war. Du hast das Gesetz besudelt, Reiter. Du wirst bestraft. Ich diene nur dem Rat. Nur dem Gleichgewicht. Wie die Reiter es schon immer getan haben. Schickt mich zurück. Ich werde die Verantwortlichen bestrafen. Wie? Welche Hoffnung hast du gegen die Armeen des Zerstörers? Du bist machtlos. Dann werde ich scheitern. Und die Dämonen werden euer Urteil vollstrecken. Nun gut. Du kehrst zur Erde zurück. Aber du wirst beobachtet. Tritt vor. Big Brother is watching you. Ah, guck mal, das ist aber bestimmt ganz schön heiß, oder? Was macht er denn jetzt? Dieser Beobachter ist an dich gebunden. Er wird deine Loyalität sicherstellen. Ja, was bist du denn für einer? Boah, nee, ich werde nicht so ein Fieder. Vergiss das nicht, sonst werde ich deine Innereien beobachten. Der ist mir ja direkt unsympathisch. Genug. Erhebe dich, Krieg, und wappne dich.
So, so. Feuriger Rat. Ah ja. Dachte erst, das sei der dreifaltige Gott. Naja, nicht ganz. Gut, ich muss an der Stelle nochmal eine kleine Pause machen. Und ja, bis dann, ne?